Darf euch jetzt auch noch herzlich begrüßen und mich sehr bedanken, dass ich eingeladen wurde. Mein Name ist Helmut Grönke. Zur Erklärung, ich bin an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie angestellt, das ist das AKH Wien, und arbeite dort mit psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen. Ja. Und im Großen und Ganzen, die beste Therapie ist eigentlich immer, möglichst vorzubeugen, ja, und gar nicht erst krank zu werden. Ja. Also auch in diesem Sinn darf ich mich da heute zu euch gesellen und euch ein bisschen was erzählen über einerseits Mobbing, andererseits wurde mir gesagt, ich soll auch ein bisschen über gesunden Schlaf reden. Und mir wäre es irgendwie ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, weil Ärzte neigen dazu, ein bisschen fachchinesisch zu reden und ein bisschen zu schwafeln, ja, dann zwischendurch mich unterbrechen, wenn irgendwas unklar ist gleich. Ja. Also bitte einfach nur Hand heben. Ich wiederhole dann nur die Fragen immer ins Mikrofon. Ja. Also wenn irgendwas ist, dann fragt bitte gleich. Ja. Gut. Ja, die Frage ist halt bei den meisten Vorträgen immer, was hat das so ungefähr mit mir zu tun? Ja, jetzt würde mich interessieren, wer von euch hat denn schon Erfahrung gemacht mit Mobbing im Sinne von, wer ist denn schon mal gemobbt worden von euch? Ja, gibt es ein bisschen was, ja. Und gibt es jemanden, der schon mal gemobbt hat, der das von sich sagen würde? Ja, genau, ja. Geht mir genauso. Also ich meine, ich würde mich jetzt grundsätzlich mal auf beide Seiten einteilen, ja, weil das etwas ist, was permanent eigentlich auch in unserer Umwelt passiert. Es ist immer die Frage, wie groß ist das Ausmaß? Ja, kommt dazu irgendwie ein Leidensdruck bei mir, wenn ich jetzt das Opfer bin? Ja, warum mache ich das überhaupt? Warum wäre ich da zum Täter und grenze jemand anderen aus oder schikaniere irgendwen? Ja, aber ich glaube, es ist grundsätzlich etwas, was jeder schon einmal so oder so erlebt hat, ja, oder dabei war, wie das vielleicht passiert ist, ja, weil ich glaube, es ist etwas, was uns alle irgendwo auch betrifft. Und wie schon vorher gesagt wurde, im Rahmen der psychischen Gesundheit ist es eben ganz wichtig, dass wir sprechen an der Uniklinik immer vom biopsychosozialen Modell der Erkrankung. Ja, das klingt jetzt irgendwie total gespritzt, ja, aber im Großen und Ganzen ist es eben so, wir wissen, dass die Gesundheit von mehreren Komponenten abhängig ist, ja, speziell die psychische Gesundheit. Das heißt, es gibt biologische Ebenen, das heißt, wenn zum Beispiel meine ganze Familie an Depression leidet, habe ich eine gewisse Chance, auch eine Depression zu kriegen. Also es gibt eine Genetik, es gibt irgendwie eine Vorbelastung. Es gibt die psychologischen Faktoren, das heißt, gibt es irgendwas, was mich in meinem Leben schon hart erschüttert hat? Gibt es Schicksalsschläge, gibt es Traumatisierungen, gibt es sonstige Probleme? Und dann das Soziale, sprich, fühle ich mich in irgendeiner Form wohl in der Umgebung, wo ich jetzt gerade bin. Und im Großen und Ganzen für euch gilt es jetzt momentan, das ist ein Stück weit ein Arbeitsplatz, das ist die Schule, das ist der Freundeskreis, den ich habe. Und das muss halbwegs funktionieren, weil in all diesen Orten, ja, kann man in irgendeiner Form gemobbt werden. Ja, und kann man Mobbing-Erfahrungen machen. Und darüber möchte ich euch ein bisschen grundsätzlich erzählen. Aber wie gesagt, mir ist eben wichtig, wenn irgendwas ist, dann fragt ihr bitte gleich. Ja. Gut. So, das ist mal die erste Frage. Was ist denn Mobbing eigentlich? Ja. Habt ihr da irgendwelche Ideen von eurer Seite? Bitte. Genau, also man kann, wenn man beschimpft wird, bedroht wird von irgendeiner Gruppe, ja, sozusagen, meistens ist es so, dass man sich eine Person explizit raussucht, ja, also die Mobber suchen sich wen heraus, noch was? Wenn man gedemütigt wird. Genau. Genau, ja, also wenn man den Selbstwert von anderen Personen massiv drückt, das heißt, wenn da wirklich eine Demütigung vor allem im psychischen Bereich stattfindet, ja, vollkommen richtig, ja, dann würde ich mit euch gern
durchgehen, wer sind denn die Opfer? Ja, also das heißt, was vereint die unter Umständen? Warum wird man zu einem Opfer von Mobbing? Wer macht das? Ja, also warum tun die das überhaupt? Und natürlich auch ganz wichtig, was kann man dagegen tun? Ja, unten das Bild, wer ist das? Passend zur Jahreszeit? Irgendwer eine Idee? Rudolf, genau. Ja. Und Rudolf ist ja auch im Prinzip ein Mobbing-Opfer, ja, in dem Sinn, weil er im Vergleich zu den anderen Rentieren, ja, leider Gottes, diese rote Nase hat. Ja. Und das ist eben relativ häufig so. Ja. Also aufgrund irgendeines, zum Beispiel eines äußerlichen Merkmals, ja, steht man auf einmal im Fokus. Ja. Das heißt, ob das jetzt die Ohren sind, die irgendwie ein bisschen komisch stehen, ja, ob das Probleme sind mit dem Gewicht, ja, dass man zu viel, zu wenig Gewicht hat. Das alles sind Gründe, warum man dann im Eck steht. Ja. Und das sind auch die Patienten, mit denen ich dann rede, die sagen halt auch, ja, irgendwie in der Klasse bin ich immer isoliert dagestanden, immer haben sie sich auf meine komische Nase bezogen oder auf sonstige Sachen und ich bin im Eck gestanden. Ja. Das, was verloren geht, ja, also in der Geschichte beim Rudolf ist es ja, ist ja Gott sei Dank eine Geschichte mit Happy End. Ja. Rudolf hat ja ganz spezielle Fähigkeiten, sprich im Nebel hilft er dann dem Weihnachtsmann. Ja, und im Großen und Ganzen hat jeder von euch, ja, und jeder andere auch, irgendwelche speziellen Fähigkeiten, die er nützen kann und die er in die Gesellschaft mit einbringen kann. Aber das geht halt immer wieder verloren, ja, und man bleibt halt immer wieder auf der Strecke. Und wichtig wäre eher im Sinne einer Gemeinschaft diese unterschiedlichen Fähigkeiten zu bündeln. Und ob das jetzt in der Schule ist oder am Arbeitsplatz, ja, es kann überall was nützen. Ja, muss man auch sagen. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Also, wie wir schon gehört haben, beim Mobbing geht es darum, dass eine einzelne Person oder eine Gruppe von Personen eine andere schikanieren, demütigen oder in irgendeiner anderen Form herabsetzen. Ja? Das geht teilweise auch gegen ganze Gruppierungen. Ja? Das heißt, wenn da zum Beispiel eine Klasse haben, wo mehrere ausländische Schüler sind, dass quasi die in einer besonderen Form irgendwie gemobbt werden von den anderen. Also solche Sachen passieren. Das Wichtige ist, das ist nicht ein einmaliges Geschehen, ja, dass einmal einer verarscht wird, ja, weil auch das ist ja bis zu einem gewissen Grad noch nicht so, dass man sagen kann, wenn ich einmal so eine Demütigung erfahren habe, dass mich das dann krank macht. Ja. Auf der anderen Seite, eben beim Mobbing ist es so, dass das entweder ständig passiert, das heißt jeden Tag, wenn ich in die Arbeit gehe, jeden Tag, wenn ich in die Schule gehe, sobald ich das Schulhaus betrete, bin ich schon im Eck. Ja. Oder es ist so, dass das wirklich in einer regelmäßigen Wiederholung passiert. Das heißt, so alle paar Wochen passiert ein Ereignis, ja, was einen dann wieder komplett zusammenhaut, ja, als Mobbing-Opfer. Beim Mobbing, also so von der Definition her, geht es meistens um psychische Gewalt. Das heißt, psychische Gewalt ist genauso eine Gewaltform wie körperliche Gewalt auch und kann unter Umständen noch viel mehr treffen, ja, als ein einzelner Schlag. Und wir wissen, dass es aber auch in speziellen Situationen, dass diese psychische Gewalt sich immer mehr eskaliert. Das heißt, zuerst passieren diese Demütigungen, diese Beschimpfungen und in weiterer Folge, je mehr das irgendwie wirkt, je mehr sich der Täter dann auch in den Vordergrund spielt, je mehr der Täter ein Machtgefühl bekommt durch diese Mobbing-Tätigkeit, umso mehr traut er sich dann auch. Und irgendwann passiert, dass dann ein körperlicher Übergriff folgt und in manchen Situationen dann, dass das bis zum sexuellen Übergriff passiert. Ja, vor allem dann in so Extremsituationen wie zum Beispiel Mobbing im Gefängnis oder so. Ja. Also das so als grundsätzliche Definition. Ja. Dann ist eben die Frage, wo passiert das Mobbing? Ja, das heißt, wir haben einerseits Mobbing am Arbeitsplatz, ja, das ist so das, wo es am meisten bisher erforscht wurde. Ja. Da haben wir meistens die Kollegen, ja, manchmal auch den Chef, ja, der sagt, der eine Mitarbeiter ist der größte Trottel und der wird dann so als Sündenbock für alles hergenommen und ist an allem schuld. In der Schule ein ganz häufiges Thema und ganz häufig auch ignoriert, ja, weil kann auch da passieren, dass einzelne Gruppen
eben immer mehr im Eck stehen. Und was auch natürlich in der Schule passieren kann, ist, dass ein Schüler von einem, auch von einem Vorgesetzten sozusagen gemobbt wird. Das heißt, dass ein Lehrer es explizit auf einen Schüler abgesehen hat. Ja. Und da passiert es dann auch häufig, dass die Klasse sich dann dem anschließt. Also das habe ich auch immer wieder erlebt in meiner Arbeit. Ja, in unterschiedlichen Vereinen passiert das auch. Das heißt, im Sportverein, wenn einer besonders batschert ist, ist er auch der Erste, der sich dann irgendwelche Sachen anhören darf, der immer Tore verursacht im Fußball oder solche Geschichten. Das heißt, auch da ist dem Tür und Tor geöffnet und muss man auch eben vorsichtig sein, dass man Leuten keine psychische Gewalt zufügt. Dann eben so eine spezielle, isolierte Geschichte wie im Gefängnis, da passiert das auch relativ häufig. Ja, also ich hoffe, das betrifft uns alle relativ wenig, aber auch da habe ich eben, betreuen wir immer wieder jugendliche Straftäter auch, denen dann solche Dinge passieren. Und dort sind eben besonders häufig auch dann bis zu sexuellen Übergriffen. Ja. Und ein ganz neues Thema, also wir haben eh vorher gehört, die Medizin entwickelt sich immer weiter, wir hinken aber der technischen Entwicklung ganz massiv hinterher. Im Internet passiert das total häufig. Ja, wenn ich glaube, ihr das schon mal gehört habt, den Ausdruck Cybermobbing. Das heißt, auf welchen Ebenen wird das, glaubt ihr, passieren, dass man Leute dann mobbt im Internet? Facebook, ja, das ist so der Klassiker. Ja, wer ist denn alle in Facebook? Das interessiert mich immer. Ah doch. Ja, also Facebook, also ich glaube, es hat niemand nicht aufgezeigt, ja, aber Facebook ist eben auf der einen Seite eine ganz tolle Plattform, auf der anderen Seite was ganz Grausames, ja, weil man muss sich ja irgendwie permanent dort selber darstellen. Und auf der anderen Seite kommt man immer wieder in die Verlegenheit, dass man dann auf irgendwelche Fotos verlinkt wird, wo man nicht sein will. Ja, also mir auch schon alles passiert, ja, wo ich mir gedacht habe, bitte nicht. Das ist 10 Jahre her, ja, dann möchte ich eigentlich nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden. Aber das passiert. Und auf der anderen Seite geht da auch ein massives Mobbing vor sich. Das heißt, man wird dort bewertet, es ist vor allem eine Möglichkeit ganz anonym, das heißt, ich als Täter kann sagen, ich erstelle mir ein neues Facebook-Profil und nehme den Klassenkollegen XY her und schreibe über den irgendwie ganz furchtbare Sachen. Das ist auch so weit schon gegangen, also das muss man immer vorsichtig sein dann mit der Schuldzuweisung, aber wir wissen, über dieses Cybermobbing und die virtuelle Identität wird immer wichtiger für uns alle, ja, vor allem für euch, weil ihr ja auch ganz viel Zeit, nehme ich an, im Internet verbringt. Ja, ich verstehe es leider nicht so ganz, ja, deswegen kann ich das nicht machen. Aber es geht so weit, dass wenn diese virtuelle Identität zerstört wird, ja, durch zum Beispiel einen Mobbing-Angriff, dass die Leute dann so verzweifelt sind, dass das bis zu suizidalen Handlungen geht, das heißt bis zu Selbstmord. Und da muss man eben wirklich vorsichtig sein und da passieren ganz massive Dinge. Ja. Das ist jetzt nicht sozusagen dann der Hauptgrund, warum das passiert, aber oft einmal ein Auslöser. Ja. Gut, dann ist so die Frage, was vereint jetzt die Opfer? Ja, also wo sind die sich irgendwie, was haben die sozusagen für Persönlichkeitsmerkmale? Also da gibt es ganz viele Studien dazu schon. Das heißt, sind die irgendwie besonders schüchtern, sind die besonders unselbstbewusst, sind das Leute, die sich sozial schwer tun mit anderen? Und in Wahrheit, also man hat eben diese Vermutung gehabt, weil das ist eigentlich relativ logisch, ne? Wenn ich besonders schüchtern bin und mich nichts traue und immer kusch und nie was sage, dass ich dann so das prädestinierte Opfer für einen Mobbingangriff bin. Ja? In Wahrheit kommt bei den Studien raus, so richtig signifikant ist das nicht. Ja? Also es gibt durchaus auch selbstbewusste Leute, die in die Opferrolle beim Mobbing hineintappen. Die dann aber sehr wohl in der Folge unter diesen Problemen leiden. Das heißt, die werden dann immer schüchterner, die ziehen sich sozial immer mehr zurück und die haben aus dem heraus dann massive Probleme. Also für uns ist halt eher so die Frage, ist das dann die Ursache oder die Folge des Mobbings, dass diese Personen sich in der Persönlichkeit auch verändern. Das, was halt auch häufig ist, ich habe es eh schon vorher gesagt, die kriegen diese Sündenbockrolle, das heißt, die sind im Job verantwortlich dafür, wenn irgendwas schief geht und dann wird immer gesagt, naja, weil du deine Arbeit nicht gut gemacht hast.
Ja, aber im Normalfall in einem Betrieb oder in einer Klasse oder bei einer Gruppenarbeit ist es immer eine Verbindung von mehreren Leuten, die da zusammenwirken. Und es kann nicht immer einer schuld sein. Ja. Die Opfer werden meistens isoliert. Das heißt, meistens gibt es sowas wie einen Redelsführer beim Mobbing, der dann sagt, also ich bin der Chef und der ist ein Trottel. Und die anderen schließen sich dann dem an. Und das heißt, meistens ist das Opfer dann für sich alleine. Was noch einmal die Situation natürlich ganz massiv verschlechtert für die Person. Dann, wie schon gesagt, oft sind so ganz einzelne Merkmale, die herausstechen, ja, wo dann darauf hingebeckt wird. Ja, also das Kind vom Land, das jetzt in die Stadt gezogen ist, ja, oder umgekehrt. Ja. Also so ganz banale Dinge, die dann dafür sorgen, dass man ausgegrenzt wird und im Eck steht. Oder weil man der einzige Punk ist in der Klasse. Oder weil man der einzige ist, der auf Disney-Filme steht. Oder was auch immer. Aber das genügen schon solche Sachen. Und damit ist man auf einmal plötzlich diesen Provokationen und Demütigungen ausgesetzt. Was machen diese Opfer dann? Also im Normalfall ist es eben so, wenn man irgendwie eingeschüchtert wird, gibt es im Großen und Ganzen medizinisch gesehen drei Möglichkeiten. Ja, also das eine ist, ich gehe irgendwie in die Verteidigungshaltung und versuch irgendwie mich zu wehren. Ich kann auch nochmal massiv in die Offensive gehen, das heißt, wenn mir jemand sagt, erst du bist ein Trottel, kann ich dem sagen, ja, aber du dreimal. Oder sie fliehen. Ja, das heißt, das haben wir auch eine ganz häufige Reaktion bei den Opfern, dass die sich aus diesem Kontext zurückziehen. Das heißt, die werden gemobbt jahrelang in der Schule oder werden gemobbt im Arbeitsplatz. Und das sind dann die Personen, die kündigen und sich irgendwo anders einen Job dann suchen. Und in Wahrheit, die Probleme dort aber mit dem Neuen weitergehen. Ja, also sicher keine Lösung. Ja. Und dann gibt es eben so die Geschichte, also das wird jetzt auch gerade eben untersucht, es gibt passive Opfer, das heißt Leute, die sozusagen wirklich nur defensiv sind oder sich das alles gefallen lassen und die eben dann als Opfer von dieser Tätergruppe benutzt werden, um einfach ohne irgendeine Konsequenz auf die einzuprügeln. Und dann gibt es eben sogenannte provozierende Opfer, das heißt Opfer, durch zum Beispiel, also wir haben das häufig mit Jugendlichen oder Kindern, die ein ADHS haben, also eine Hyperaktivitätsstörung, die sind aufgrund ihrer Störung ja, ein bisschen lauter, ne, ein bisschen aktiver und stören unter Umständen zum Beispiel die Klassengemeinschaft, Selbstwert und deswegen erhöhe ich mich, indem ich auf den anderen eindögel. Das hat sich auch nicht ganz als richtig erwiesen, sondern das sind von ihrer Persönlichkeit oft eher Leute, die ein überhöhtes Selbstbewusstsein haben, ja, und aus dem heraus auch sagen, na sicher darf ich irgendwie einen anderen tögeln, weil ich bin der Größte, ja, weil warum sollte das nicht so sein? Ja, also die haben auch dieses Schuldbewusstsein dann oft nicht intus. Ja. Das gilt aber eben, wie gesagt, nur für diese Redelsführer, das heißt der mal mit dem Mobbing anfängt. Und die Leute, die dann mitmachen, ja, also die sich dann denken, na, bevor ich mich mit dem anlege, ja, haue ich lieber auf den anderen ein, ja, die sind eher dann mit einem geringen Selbstvertrauen ausgestattet und haben dann in der Folge vom Mobbing den Vorteil sozusagen für die kurze Zeit, dass sie erstens nicht in die Opferposition kommen, das heißt, ich fühle mich in der Gemeinschaft irgendwie wohl, ja, das heißt, ich bin da irgendwo dabei und komme nicht in die Bredouille. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass sie natürlich sich auch darüber dann in der Gruppe erwarten, im Status zu steigen. Ja. Gut, und da muss man halt auch schauen, dass solche Sachen halt möglichst wenig passieren. Ja. Weil je größer die Gruppe und je mehr dann auch wieder isoliert wird beim Opfer, umso schlimmer ist es dann für das Opfer auch. Gut. Und ganz wichtig ist, der Haupttäter, also der Redelsführer, ja, also der ist nur vermeintlich beliebt, ja, aufgrund seines Selbstbewusstseins und vielleicht seines makellosen Aussehens und seiner sonstigen Fähigkeiten, sondern in Wahrheit sind das oft eher die unbeliebteren Leute in der Klasse, ja, oder in der Arbeit. Ja, das heißt, im Normalfall versuchen sich alle mit dem gut zu stellen, aber in Wahrheit mag den eigentlich keiner, ja, sie haben nur alle Angst vor dem. Ja, weil das natürlich die Person ist, die irgendwie Meinungsführer ist und die auch das nächste Opfer auswählen könnte. Also von dem her eine ganz
eigentlich auch eine ganz blöde Position, ja, wenn man sich das so anhört. Ja, weil wer möchte eigentlich komplett unbeliebt sein, ja, auch wenn mir das anders gesagt wird. Ja. Gut, was sind jetzt die Folgen vom Mobbing? Das heißt, was können für Erkrankungen und für Probleme ausgelöst werden? Ja. Das eine ist eben, jeder, der gemobbt wird, wird in seinem Selbstbewusstsein Stück für Stück hinuntergehen. Ja. Das heißt, der Selbstwert wird sich verabschieden. Es kommt zu einem massiven sozialen Rückzug. Das heißt, wenn ich weiß, also in der Schule geht es mir scheiße, weil permanent werde ich dann nur schikaniert, permanent wird nur auf mich eingeprügelt, dann versuche ich erstens so wenig Zeit wie möglich in der Schule zu verbringen und so wenig Zeit wie möglich mit meinen Klassenkollegen. Das heißt, ich isoliere mich immer mehr, ich bin immer mehr zu Hause. Im besten Fall habe ich außerhalb noch Freunde, mit denen ich mich treffen kann. Aber natürlich, man verbringt den großen Teil der Zeit in der Schule oder am Arbeitsplatz. Ja. Dann, was folgen kann, sind eben handfeste psychische Erkrankungen. Das heißt, in Nummer 1 die Depression, ja, was so eine der absoluten Volkskrankheiten in Österreich ist. Ja, das heißt, grundsätzlich kann man jetzt rechnen, das sind, glaube ich, ungefähr 50 Schüler, und man kann rechnen, dass ungefähr 10 bis 15 von euch mal eine Depression haben werden, ja, jetzt rein statistisch, ja, wenn nicht sogar mehr, ja, weil da gibt es halt eine gewisse Dunkelziffer. Und ganz wichtig auch, wenn das Mobbing so weit schon gegangen ist, dass ich als Opfer in so einer Depression bin, ist es ganz wichtig, dass ich mir auch dann professionelle Hilfe hole, also eben zu einem Psychiater, zu einem Psychotherapeuten oder einem Psychologen gehe, um mich da unterstützen zu lassen. Ja, Depression ist jetzt so ein geflügeltes Wort, weil jeder, ich meine, hat schon irgendwer mal gesagt, ich bin depressiv, einfach so. Also ich nehme mich da mal raus. Na, sonst noch niemand. Das ist wirklich wenig. Dass wenn irgendwer gesagt hat, heute fühle ich mich depressiv, einfach nur so gesagt, nicht, dass man jetzt sagt, man hat eine Depression. Das schon, okay. Da fühlen sich mehr angesprochen, das habe ich nämlich gemeint, ja, das sind doch viele. Ja. Also grundsätzlich ist es schon in unserem normalen Sprachgebrauch übergegangen, ja, so dieses, ich fühle mich depressiv, ich bin traurig. Also das zu ersetzen als ich bin traurig, und das trifft halt nicht ganz hin. Ja. Bei der Depression ist es eben so, man ist über Wochen und Monate lang in einer ganz schlechten Stimmung, man hat keine Energie mehr, man schläft schlecht. Und es geht so weit, dass man bis zu Selbstmordgedanken hat oder solche Handlungen setzt. Zusätzlich zu den Depressionen, das Zweite, was bei Mobbing-Opfern sehr häufig ist, sind Angsterkrankungen. Das heißt, bei Angst kann sich jeder was darunter vorstellen, weil Angst haben wir alle irgendwann einmal gehabt, ja, oder haben es immer noch. Ja, also ich habe ganz häufig Angst, ja, im Nachtdienst oder so, ja, wenn da irgendwas ganz Schwieriges auf mich zukommt, ganz furchtbar. Aber Angsterkrankungen sind eben Ängste, die übers Normale hinausgehen. Ja. Und da steht an Nummer 1 dann oft bei den Mobbing-Opfern die soziale Phobie. Kann sich da wer was drunter vorstellen? Oh, kräftiges Schütteln. Naja. Gut, also die soziale Phobie ist in Wahrheit wirklich eine Angst davor, in soziale Situationen zu gehen. Das heißt, ich traue mich nicht mehr, in einer Gruppe von Menschen überhaupt das Wort zu erheben. Das heißt, dass ich dann irgendwas überhaupt frage, dass ich irgendwo hingehe, in Interaktion mit Menschen trete. Und ihr könnt euch vorstellen, wie deppert das ist. Ja? Weil es ist ja eine furchtbare Geschichte, wenn ich gar nicht mehr traue, mich an einen Fremden zu wenden. Es geht so weit, dass ich mich nicht einmal traue, beim Anker ein Brot zu bestellen. Ja? Weil ich Angst habe vor Entwertung. Ja, weil da könnte ja die Ankerverkäuferin sagen, das wollen Sie ein Landbrot, sonst deppert. Ja, nehmen Sie das Mischbrot. Ja, also so sind die Gedanken bei Patienten mit Angsterkrankung. Also wirklich die Sorge, permanent zu entwertet zu werden, weil man die Erfahrung so massiv gemacht hat. Ja, und das ist eben auch eine ganz häufige Sache bei österreichischen Jugendlichen. Ja, also Angsterkrankungen sind mit bei den häufigsten psychischen Erkrankungen. Gut. Was natürlich auch passiert, ist auf Dauer eine absolute Vergiftung des Betriebs oder des Klassenklimas. Das heißt, irgendwann arbeitet niemand mehr gern, ja, in so einem Betrieb. Irgendwann geht niemand mehr gern in die Klasse, wenn permanent eigentlich mal Angst hat, dass man vielleicht das nächste Opfer ist, ja, oder es so eine schlechte Stimmung ist. Und das Spannende ist, die Klassengemeinschaft, ja, also ich erlebe das bei den Patienten immer wieder, ja, dass die mir sagen,
ja, jetzt ist der Schüler weg, auf einmal ist alles okay. Ja, auf einmal verstehen wir uns gut, auf einmal ist alles super. Ja. Und glaubt ihr, ist das dann das Opfer, das gegangen ist, oder der Täter? Der Täter, ganz genau. Ja, also wenn der Redelsführer weg ist, ja, ich habe das jetzt gerade bei einer Patientin, die ich recht intensiv betreue, die sagt, na, letztes Jahr war total geschissen, ja, weil irgendwie, ich bin jedes Mal mit so einem Knödel im Bauch dort in die Klasse gegangen und dann dachte, boah, ja, warum schon wieder? Ja. Und dann war es aber so, dass die jetzt Auslandsjahr macht, ja, und auf einmal sagt die ganze Klasse, wir verstehen uns miteinander, wir fühlen uns wohl, wir unternehmen Dinge wieder miteinander und das war vorher unmöglich. Ja. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, was passiert dann, wenn die wieder zurückkommt? Ja, dass die da permanent alle irgendwie aufgehust hat gegeneinander. Ja, was kriegt die dann für eine Strafe sozusagen, wenn die zurückkommt? Ist die, bitte? Genau, das könnte natürlich gut passieren. Ja, also das heißt, auch der Täter ist nicht ohne Folge. Ja, das heißt, wir wissen, die Täter haben ganz oft, vor allem die massiv Gewalt anwenden, ja, haben sowas, das nennen wir Störung des Sozialverhaltens, ja, ist jetzt auch wieder ein gespritzter Ausdruck dafür, dass jemand halt einfach soziale Regeln absolut nicht befolgen kann. Ja, und die haben auf lange Sicht gesehen natürlich ein höheres Risiko dafür, irgendwann einmal Straftäter zu werden. Ja. Und in weiterer Folge natürlich auch ein gewisses Risiko, irgendwann einmal die Opfer von irgendwelchen Aktionen zu werden. Das heißt, die sind nicht ohne Folgen. Ja. Aber natürlich ist die Frage, was macht man? Ja, da kommt jetzt dann irgendwie der Mobber wieder zurück, ja, oder ich merke, dass irgendjemand gemobbt wird, was kann ich tun? Ja, habt ihr da Ideen? Oder was habt ihr vielleicht selber schon mal gemacht, wenn ihr gesehen habt, sind fünf Leute und die lachen einen aus, weil die sagen, was sind das für ein T-Shirt, ja? Das ist ja total oldschool. Ja? Was würdet ihr dann machen? Das bleibt jedem selbst überlassen, was er anzieht. Das könnte man sagen. Ja? Es bleibt jedem, ist ja jedem seine Sache, was er anzieht. Ja? Genau. Ja? Weil ob ich jetzt dann den Abercrombie Pullover habe oder nicht, das kann euch ja Bovidel sein. Ja? Und für mich ist ganz wichtig, dass was man auf keinen Fall machen sollte, ist sich hinstellen und sagen, ja stimmt, der Trautor hat ja wieder das gleiche T-Shirt an. Ja? Also wenn man mittut, ja, das ist einmal die allerblödeste Idee. Ja? Das heißt, was kann man tun? Das Wichtigste ist einmal zumindest nicht mitmachen. Ja? Weil dann macht man sich erstens einmal selber nicht schuldig. Ja? Und zweitens ist es halt so, dass man das Opfer nicht weiter isoliert. Ja? Weil ihr seid zumindest irgendwann einmal vielleicht noch ein Ansprechpartner. Weil auf euch brauche ich mich dann zugehen, ja? Wenn ihr sagt, na, so schlimm finde ich der T-Shirt gar nicht. Ja? Gut, das andere ist, was kann das Opfer selber tun? Ja? Und da ist es eigentlich so, dass man ganz massiv Grenzen setzt. Ja? Weil ein Opfer, das sich sozusagen nicht wehrt, ja? Ein Opfer, der permanent sagt, na ja, habt ihr recht und morgen ziehe ich mir was anderes an und dann wird man morgen wieder verarscht, weil das T-Shirt auch nicht passt, weil es geht ja gar nicht ums T-Shirt. Es geht darum, jemanden zu finden, auf den man hinhauen kann. Ja? Und wenn ich mich nicht mehr prügeln darf, umso besser. Ja? Aber das ist ganz schön schwierig. Ja, gegen so eine Gruppe von fünf Leuten zu bestehen, die permanent einen schikanieren, ist nicht so einfach. Ja, das heißt, man kann sich entweder Unterstützung dann holen, ja, und so im besten Fall, ja, also in so einem hierarchischen System, wie es die Schule oder der Arbeitsplatz ist, hole ich mir den Lehrer, hole ich mir den Vorgesetzten, gehe ich zum Betriebsrat und melde das. Ja, und im Großen und Ganzen ist das mittlerweile ja eine Sache, mit der sich viele Leute auskennen. Das heißt, da kann ich einmal schauen, dass ich das informiere. Und versuche dann nicht mit dem allein zu reden, ja, weil ich bin ja eh schon oft der Unterlegene gewesen in solchen Situationen, sondern dass ich mir einen Dritten dazu hole, der möglichst unabhängig ist. Ja. Also ich hole mir nicht den Dritten dazu, der mich auch schon dreimal ausgelacht hat. Ja. Das, was auch ganz wichtig ist, ist das, was wir gerade machen. Ja. Wir reden präventiv drüber. Das heißt, wir schauen einmal, was ist das, ja, und schauen einmal, was hat das mit uns zu tun. Und anscheinend hat das mit euch zu tun, weil ihr habt ja Erfahrungen damit schon gemacht. Und ganz wichtig ist eben in Klassen oder im Betrieb drüber reden. Bitte eine Frage. Bitte? Das hilft aber auch nicht immer. Das hilft nicht immer, das stimmt. Es ist eine Prävention, aber es heißt nicht, dass die Prävention dann auch Folgen hat. Genau. Also dass manche Sachen gehen hier rein, hier raus. Ja, also das, da stimme ich vollkommen zu. Es ist halt eine Möglichkeit, wie man es macht. Das
Problem ist, in Wahrheit glaubt ihr, dass Mobbing ist jetzt etwas, Mobbing gibt es, das Wort gibt es jetzt seit ein paar Jahrzehnten, ja, und hat sich so entwickelt, aber es ist natürlich nicht etwas, was es erst seit ein paar Jahrzehnten gibt, sondern es ist permanent passiert, ja, und ist sicher eine Sache, die so alt ist wie die Menschen selber. Ja. 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 Derjenige ist vor der Ausflieh und es hat einen Tag später war es besser, wie das ist derjenige, der gegangen ist. Ja. Und dann was gefehlt. Also wieder der ja. weg war. Der Täter wieder weg war. Wie derjenige, ja, weg war, okay. Ja. Also genau, also die Kollegin, ich sage es jetzt nochmal ins Mikrofon, hat gesagt, also im Großen und Ganzen passiert dann oft ganz präventiv was, ja, und man redet und redet und redet und irgendwann ist der Täter dann weg gewesen und dann hat es erst funktioniert. Ja. Also natürlich sind das in der schönen Welt funktioniert das, wir reden das jetzt und ihr macht das nicht mehr. Ja. Aber ganz so wird es nicht sein. Ja. Und auch ich als Profi, vermeintlicher, ja, erlebe mich immer wieder dabei, ja, wie ich mir dann denke, oh, so ein Trautl, was der wieder im Nachtdienst gemacht hat, ja, und erzähle das schon irgendjemandem und da fängt schon an. Ja, also man muss sich selber einfach immer wieder hinterfragen, was man eigentlich tut. Ja. Gut. Ja, dann haben wir aber noch ein zweites Thema, ja, weil nachher besprechen wir dann nochmal die große Fragenrunde. Ja. Und das ist gesunder Schlaf, ja, was auch eine ganz wichtige Sache ist, die im Prinzip jede psychische Erkrankung betrifft. Ja. Das heißt, im Großen und Ganzen, da haben wir so unseren Klassiker, Schäfchen zählen, ja, kann zum gesunden Schlaf beitragen, muss nicht unbedingt. Ja. Ja, hat schon irgendwer mal so über eine längere Zeit ganz schlecht geschlafen, also wirklich so ein paar Wochen. Ah doch, na servus. Ja, also doch relativ massiv. Also mir geht's auch immer so, also ich schlafe einmal die Woche momentan relativ schlecht, da bin ich im Nachtdienst, ja, und da ist meine Schlafhygiene total im Eimer. Ja. Ich gehe davon aus, bei euch wird es sowas sein wie 4 Schularbeiten hintereinander oder so. Ja, also da habe ich auch teilweise ganz massiv schlecht geschlafen. Ich war eigentlich kein besonders guter Schüler, muss ich sagen. Ja. Gut, was benötigt jetzt der Mensch für einen gesunden Schlaf? Ganz entscheidend ist die ruhige, gewohnte Umgebung. Ja, also das können wir gern bei mir, Beispiel Nachtdienst, durchmachen. Ja, im Nachtdienst schlafe ich in irgendeinem grauslichen Zimmer. Da höre ich die Schwestern, wenn sie den Spüler ausräumen. Ja. Ganz furchtbare Umgebung zum Schlafen. Ja, und ich bin es auch nicht, also jetzt mittlerweile bin ich es gewöhnt, weil ich mache das seit 6 Jahren und dann schlafe ich jetzt noch ein bisschen besser dort, aber gut ist es noch immer nicht. Dann ganz entscheidend, mehrere Stunden durchgängiger Schlaf habe ich im Nachtdienst auch nicht, weil permanent der Pager rennt und dann muss ich wieder aufstehen. Ja. Gilt für euch im genau Gleichen, also wenn man immer wieder in der Nacht aufwacht, also so wirklich eine Durchschlafstörung hat, das ist mit eins der quälendsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Wenn das über eine längere Zeit passiert, auch etwas, was wiederum psychische Erkrankungen auslösen kann. Entscheidend auch der Tag-Nacht-Rhythmus, das heißt, man muss schauen, dass man nach Möglichkeit, ja, so viel es geht, am Tag wach ist und in der Nacht schläft. Ja. Das ist mit dem normalen Teenager-Leben, ja, oft nicht so vereinbar, ja, vor allem an den Wochenenden, das ist mir klar. Ja, aber im Allgemeinen geht es darum, dass man möglichst viel Zeit, wenn es hell ist, auch wach verbringt, weil das auch die psychische Gesundheit fördert. Ja, also wir wissen, gerade jetzt, wenn es so dunkel ist draußen, je mehr man irgendwie vom Tageslicht hat, umso weniger neigt man zu Stimmungsverschlechterungen, Depressionen etc. Und vor allem deppert ist, wenn es permanent wechselt. Ja, und ich hab Patienten, die sind eigentlich die ganze Nacht überwacht, weil die im Internet hängen, World of Warcraft spielen etc. Ja? Und die pennen dann den ganzen Tag über. Ja? Normales Leben nicht mehr möglich, fallen auch aus allen Strukturen raus. Ja? Also eine ganz schlechte Geschichte. Dann wichtig immer eine gute Einschlafsituation. Das heißt, ich muss schauen, dass ich nach Möglichkeit irgendwie mal Ruhe habe, ja, dass ich irgendwie entspannt bin und nicht, dass ich irgendwie total aufgezwirbelt bin. Wieder Beispiel zum Nachtdienst, wenn ich gerade eine Akutbegutachtung gehabt habe, bin ich meistens relativ aufgewacht. Und regelmäßiger Schlaf, auch ganz wichtig. Ja, das heißt nicht einmal 2 Stunden, dann 14 Stunden, dann wieder 3 Stunden. Also das ist etwas, was nicht funktioniert, ja, und was auf Dauer die Gesundheit ziemlich einschränkt. Was ist jetzt massiv schädlich? Vorm Schlaf oder während dem Schlaf ist Lärm. Ja, das heißt, vor allem wenn ich in einer Umgebung wohne oder zum Beispiel bei
wo sich in der Riesenbaustelle ist. Also ich habe jetzt bei der Mannerfabrik gewohnt, wo sie jetzt gerade das Parkhaus bauen. Die haben um 6 Uhr in der Früh immer angefangen, ja, teilweise auch am Samstag, war total fertig. Ja. Das, was spannend ist, Lärm so im Sinne von, wenn ich neben der Kirche wohne, wenn ich neben der Bahn wohne, also auch massiv laute Geräusche, da gewöhne ich mich dran. Weil Lärm ist oft eben so quasi evolutionär die Sache, wo man halt sich denkt, oh Gott, Gefahr, da könnte irgendwas sein. Und man gewöhnt sich aber an den Lärm, den man als ungefährlich erlebt im Schlaf. Ja, das heißt, die Leute schlafen dann oft einmal gar nicht so schlecht, wenn die bei der Bahn sind, beziehungsweise denen geht was ab im Schlaf, wenn sie dann im Urlaub sind und in Italien und sie hören das Rauschen vom Meer, das ist irgendwie ungewohnt. Ja. Was massiv schädlich ist, ja, kann ich gar nicht mehr betonen, Koffein, Alkohol und andere Substanzen, also teilweise auch Medikamente, die den Schlaf massiv beeinträchtigen. Wo ist ein Koffein überall drin? Kaffee und wo? Cola, genau. Ja, also Cola hat, wenn ich jetzt nicht gerade Coke Zero trinke oder Coca-Cola Light oder sagen wir auch Pepsi Light, damit man jetzt nicht irgendwelche Marken oder jedes andere Cola Light, es ist ein ziemliches Problem. Einerseits der Zucker und der Alkohol, Zucker und das Koffein, weil es das Gehirn aktiviert und einen Schlaf dann teilweise unmöglich macht. Ja. Dazu kommt eben, also man neigt mehr zu Einschlafstörungen, mehr zu Durchschlafstörungen. Das heißt, man sollte am Abend nach Möglichkeit überhaupt kein Cola oder kein Kaffee trinken. Vor allem, wenn man schon weiß, mist am nächsten Tag auch noch Mathe-Schularbeit und ich bin eh schon so aufgeregt. Beim Alkohol, was hat Alkohol eigentlich für eine Wirkung? Wisst ihr das? Macht das eher müde? Aktiviert mich das? Ja, der Zucker putscht mich, genau, also wenn in einem Cocktail, ja, und der Alkohol selber wirkt aber sedierend. Ja. Das heißt, es macht mich zwar in Wahrheit müde, ja, ich versuche es dann irgendwie, trinke dann Rum Cola oder sonst irgendwas, um mich auch wieder aufzuputschen. Im Endeffekt komme ich total durcheinander. Und Alkohol alleine wird leider Gottes in Österreich so quasi, verschreibt man sich dann selber. Ja. Ich meine, Österreich hat nicht umsonst ein Riesenalkoholproblem. Als Schlafmittel, das heißt, die Leute trinken ein Bier, damit sie besser schlafen können, ist aber auch nur vermeintlich so, weil die schlafen in Wahrheit zwar vielleicht besser ein, ja, weil sie müde sind, aber die Schlafqualität ist eigentlich viel, viel schlechter. Das heißt, im Vollrausch zu schlafen ist keine gute Idee. Genau das Gleiche gilt für die meisten anderen Drogen. Ja, also auch Cannabis zum Beispiel ist etwas, was müde macht, ja, aber in Wahrheit auf Dauer den Schlaf komplett zusammenhaut. Und vor allem Cannabis eine ganz gefährliche Droge und ich sehe ganz, ganz viele junge Leute, die Cannabis konsumieren, die dann bei mir in der Ambulanz landen mit Symptomen einer paranoiden Schizophrenie. Ich kann nur schwer davon abraten, immer wenn ich mit Jugendlichen rede. Ja. Dann, was auch blöd ist, ganz viel Schlaf tagsüber. Ja. Das heißt, wenn ich am Tag 3 Stunden schlafe, kann ich in der Nacht umso weniger. Massiver Stress ist schädlich und dem seid ihr als Schüler ganz massiv auch ausgesetzt. Ja? Das heißt, ihr müsst immer mehr leisten. Ja? Und in der Arbeitswelt geht das weiter. Das heißt, man muss schauen, wie man seinen alltäglichen Stress so gut als es geht reduziert. Auch blöd, mit dem Fernseher einschlafen, mit dem Radio einschlafen, ja? Vor allem wenn der weiterläuft, weil man im Allgemeinen damit die Schlafqualität ganz massiv reduziert. Und auch lang am Abend Computer spielen, man wird nie müde, ja, weil man ist permanent irgendwie in Aktivität, auch wenn es dann nur ganz wenig Klicks sind. Ja, aber im Allgemeinen muss man sagen, auch keine gute Idee und schränkt auch die Schlafqualität massiv ein. Also man sollte wirklich versuchen, so eine halbe Stunde bis Stunde eher vorm Schlafen gehen, diese Sachen zu meiden und eher irgendwas, ich weiß, das ist jetzt uncool, zu lesen. Ja? Das ist eher etwas, was einen zum Einschlafen bringt. Ja? Und also ich habe das zum Beispiel beim Studium dann oft so gemacht, dass ich mir mein Lehrbuch hergenommen habe, ja? Und darin geblättert habe und um 10 Uhr auf Nacht, wenn du eh schon 8 Stunden am Tag gelernt hast, bist garantiert eingeschlafen über dem Lehrbuch. Ja, also das war der heißeste Tipp. Ja, also ich weiß nicht genau, was bei euch dann ist, also ich möchte da jetzt kein Fach herausbieten. Gut, dann ein falsches Licht kann irgendwie problematisch sein, das heißt zu hell, ja, immer schlecht, das klappt nicht so gut.
Und was massiv schädlich ist oder was das noch einmal verursacht, sind so körperliche und psychische Erkrankungen, die unbehandelt sind. Das kann einfach auch zu massiven Schlafproblemen führen. Und die gehören dann angeschaut. Also wenn ihr merkt, ihr habt massiv Sodbrennen, immer wenn ihr schlafen geht, ja, muss man sich einmal hinterfragen, habe ich jetzt am Abend zu viel gegessen zum Beispiel. Ja, also, aber das ist etwas, was einen brutal am Schlafen hindert. Ja, habe ich selber schon mitgemacht. Ganz grauslich. Gut, psychische Erkrankungen machen in der Regel fast alle irgendwelche Schlafstörungen. So, jetzt komme ich, jetzt muss ich dann gleich zum Ende kommen. Was kann man jetzt massiv tun, um seine Schlafgesundheit zu erhalten? Das eine ist Entspannung, haha, ja, das ist jetzt leicht gesagt, aber es sind eben wirklich so Entspannungstechniken, ja, wie die Atmung irgendwie bewusst durchführen, Schäfchen zählen, also das sind so Sachen, die wirklich bei leichten Sachen oft einmal helfen können. Regelmäßige Bewegung, ja, ist für einen gesunden Schlaf total super. Das heißt jetzt nicht vorm Schlafen gehen 100 Liegestütze pumpen, das wird nicht funktionieren, aber wenn ihr das, wenn ihr eine regelmäßige Bewegung macht am Tag, die jetzt nicht unbedingt eine Stunde vorm Schlafen gehen ist, macht das massiv was aus. Weil was passiert? Muskeln sind müde, die senden auch Signale quasi an den Körper, okay, wir brauchen jetzt Ruhe, Entspannung, muss sich niederlegen und damit schlaft man dann in der Regel relativ gut. Ja. Also immer wenn ich es dann einmal schaffe, laufen zu gehen, das sind die Tage, wo ich meistens am besten schlafe. Ja. Gut, dann unterschiedliche Teesorten wirken sehr wohl beruhigend. Man muss nur irrsinnig vorsichtig sein, weil vor allem im Schwarztee habe ich das Tein relativ in hoher Konzentration und damit kann ich umso schlechter schlafen. Ja. Das heißt, Schwarztee meiden, aber so Sachen wie Melissentee oder sowas, das hilft ganz gut. Das mögen nur nicht unbedingt alle Leute. Also ich finde es eher grauslich. Aber auch sonstige heiße Getränke, die keine aufputschenden Substanzen enthalten, können da wirken. Heiß baden, heiß duschen am Abend ist auch so eine Sache. Ja? Weil, warum passiert das? Im Großen und Ganzen, wenn das Blut alles im Kopf ist, ja, und ich die ganze Zeit denken muss und mir denke, oh Gott, ich muss jetzt noch die Funktionsgleichung für das und das lernen, kann ich umso schlechter schlafen. Aber wenn das Blut so in die Peripherie fließt, weil alles so heiß ist, ja, und alles so angenehm und alles so warm, dann kann man oft auch einmal besser einschlafen. Ja. Gut, also nämlich nicht in der Badewanne oder in der Dusche, sondern schon noch ins Bett legen. Gut. Und alle aufputschenden Substanzen meiden. Ja, also wenn ich wirklich schlecht schlafe, ja, und mir denke, oh Gott, jetzt bin ich in der Früh ganz müde und kippe mir wieder 3 Kaffee rein und am Nachmittag auch noch, das sollte man eher versuchen zu vermeiden. Ja. Und alle Regeln der Schlafhygiene, also wirklich im Sinne von, ich mache es mir ruhig, gemütlich, möglichst reizarm, ich habe nicht den PC noch laufen, wenn ich mich niederlege, das sind Sachen, die was bringen. Und wenn ich wirklich massive Schlafprobleme habe, können Medikamente helfen, das sind Sachen, die ich immer wieder verschreibe. Ja. Ganz wichtig, ein Teil dieser Medikamente macht abhängig. Und das ist dann auch wiederum ein Problem, das man nicht haben will. Aber nicht alle. Ja. Auch eine wichtige Sache. Gut, ja, also jetzt merke ich einerseits, der Schlaf tritt systematisch ein bei einzelnen Teilen der Zuschauer. Insofern beende ich den Vortrag, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe ein paar neue Sachen anfangen können. Geht wieder, Mobilisierung linke, rechte Gehirnhälfte. Ich berühre die Frau Wagner auf der rechten Seite. Sie, nein, den linken Fuß. Haben wir nicht gestern? Okay. Linke Seite, rechtes Bein und linkes Bein und die Challenge am Rücken und sie muss im Stand laufen. Also wieder gegen gleich, diagonal, ja? Berühren und nicht schlagen, bitte, okay? Bitte schön.
Experten fragen, macht sowas Sinn? Wieder? Macht sowas Sinn? Oder ist das erstmal nur Fragen und Fragen? Oder hilft das jetzt nicht? Nein, ich glaube nicht. Was hast du vom heutigen Vortrag mitgenommen? Also es geht um Mobbing und um einen guten Schlaf sozusagen, damit man eigentlich auch lernt, wie man besser schlafen könnte, was man besser machen könnte und durch Mobbing, wie man in der Klasse mit den Kollegen, Schulkollegen umgeht, auch in der Arbeit sozusagen, ja. Das heißt, du wirst jetzt mehr schlafen? Ja, na, tue ich eigentlich immer, aber... Sehr ja. Gut, Dankeschön. Bitte, danke. Was wirst du aufgrund des heutigen Vortrags anders machen? Ich habe mir die Präventionen gemerkt für Schlafen, Mobbing und ich werde jetzt schauen, dass ich die auch einhalte, vielleicht auch bewusster für mich wahrnehmen, was vorher eher unbewusst war oder was ich gar nicht so mitbekommen habe, dass ich das mache. Und werde eher schauen, dass ich das einhalten kann und bemühen, dass ich ein besseres Leben, ein gesünderes Leben dadurch habe. Super, danke. Dankeschön. Was hast du aus dem heutigen Vortrag mitgenommen? Was machst du jetzt anders? Also prinzipiell hat mir der Vortrag sehr gut gefallen und man lernt natürlich viel über Mobbing, wie es entsteht und so. Und da kann man schon einiges mitnehmen und versuchen, wenn man sowas erlebt, das zu ändern und zu helfen. Super, dankeschön. Bitte. Was machst du anders aufgrund des heutigen Vortrags? Wie hat es dir gefallen? Also ich fand den Vortrag eigentlich sehr spannend und ich bin auch der Meinung, dass wenn man den Vortrag an anderen Schulen vorträgt, dass es den Jugendlichen auch ein bisschen hilft. Vielleicht geben sie es am Anfang nicht dazu, aber dass sie schon ein bisschen darüber nachdenken und sich dann denken, ja, was kann ich ändern, dass in meinem Leben halt besser wird und dass es mir gut geht. Super, danke. Was wirst du aufgrund des heutigen Vortrags anders machen? Wie hat es dir gefallen? Also mich betrifft eigentlich Mobbing gar nicht und in meiner Klasse auch nicht. Also ich kann nur mithören und eine vielleicht gesunde Klasse, ja, sozusagen. Genau, eine sehr gesunde Klasse. Aber es gibt natürlich Leute, die das betrifft und ich finde es sehr gut. Und mich hat am meisten betroffen Schlaf, weil ich einen sehr schlechten Schlaf habe, Schlafrhythmus, weil ich sehr oft wenig schlafe und verschiedenen Uhrzeiten. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das werde ich mitnehmen und zukünftig mehr schlafen. Ja, genau. Mehr sehr schlafen gut. Und einen sehr guten Schlafen. Gut, danke. Dankeschön. So, gut. Also, wie hat es dir heute gefallen und also, was wirst du jetzt mitnehmen, anders machen, zukünftig? Also, mir persönlich hat es sehr gut gefallen, weil mich das Thema generell sehr interessiert. Und ich lege auch sehr viel Wert eigentlich auf Schlaf und genau diese Themen. Und ja, ich finde Mobbing ist auch extrem wichtig. Also, mich betrifft jetzt selber nicht so. Aber ich finde es gut, dass sich da eben jemand so einsetzt dafür und ich finde das gut. Super, danke schön. Bitte.